Geschätzte Landsleute, meine Damen und Herren, wir haben für den 733. Geburtstag unserer Eidgenossenschaft bewusst einen denkwürdigen Ort gewählt, nämlich das Forchtdenkmal. Es erinnert an die Zürcher Soldaten, die im Ersten Weltkrieg während ihres Aktivdienstes gestorben sind. Dabei gilt es zu bedenken, dass in den Jahren 1918 und 19 die spanische Grippe wütete und insgesamt rund 25.000 Schweizerinnen und Schweizer das Leben kostete, so auch vielen Soldaten im Aktivdienst. Die 18 Meter hohe eherne Opferflamme ist das Symbol der ewigen Flamme und damit der wehrwilligen Schweiz, ganz im Sinne unserer Gründerväter von 1291 auf dem Rütli. Diese vereinigten sich und schworen in der Arglist jener bedrohlichen Zeit, gemeinsam die Grundwerte unserer Schweiz gegenüber ausländischen Aggressoren zu verteidigen. Freiheit, Souveränität, eigene Gerichtsbarkeit und Abschaffung der Landvögte, die sich an der damaligen Schweiz bereicherten. Man kann es kaum glauben, aber obschon wir mit dem Erbe unserer Vorfahren über Jahrhunderte sehr gut gefahren sind, stehen heute wieder dieselben Grundsäulen unseres staatlichen Zusammenlebens zur Debatte. Allerdings mit dem Unterschied, dass heute die Gefahr nicht nur von außen, Stichwort EU, sondern leider auch von innen kommt. Eine nicht zu unterschätzende Zahl von Schweizern und nicht zuletzt von Politikern und gelegentlich auch von Unternehmen suchen ihr Heil in einer engen institutionellen Anbindung an die EU und möglicherweise sogar in einer Vollintegration in die EU. Dies ist umso erstaunlicher, als der langsame wirtschaftliche Zerfall der EU und allen voran Deutschlands täglich für alle sicht- und spürbar ist und sich mittlerweile auch innerhalb der EU Gruppen bilden, die den bürokratischen Moloch in Brüssel beseitigen wollen. Trotzdem lassen die EU-Turbo nicht locker und wollen uns diese Mogelpackung eines neuen Rahmenvertrags aufs Auge drücken. Was auf uns zukommt, haben Bundesbern und EU-Brüssel bereits vor den eigentlichen Verhandlungen in einem sogenannten Common Understanding unter sich vereinbart. Die Schweiz soll gehorchen und zahlen, die EU befiehlt. Es lohnt sich also, sich unsere Schweizer Stärken und Erfolgsmöglichkeiten im Sinne eines Leitfadens zum Erfolg bewusst zu werden, die sich bei einer Einbindung in die EU kaum realisieren ließen. Die individuelle Freiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit sind ein kostbares Gut, das unter allen Umständen bewahrt werden muss, und zwar ohne Ausgrenzung. Eine Gesellschaft, die es zulässt, dass ein Kandidat einer anderen Partei einem Attentat ausgesetzt wird, ist krank. Wir brauchen weniger Staat, dafür mehr Eigenverantwortung. Wir müssen die zentrale Verwaltung massiv abbauen und die Verantwortung an die Kantone, Gemeinden und das Individuum delegieren. Durchsetzung von Recht und Ordnung. Haben wir den Mut, unsere Gesetze konsequent anzuwenden und als Gesellschaft konsequent für das Richtige zu sorgen? Frieden durch militärische Stärke. Sagen wir Ja zum Wiederaufbau einer eigenständigen, glaubwürdigen Armee ohne Anlehnung an die NATO oder andere Verteidigungsbündnisse. Sorgen wir mit Blick auf das Forchtdenkmal dafür, dass unsere Armeeangehörigen bestens ausgerüstet werden. Kämpfen wir für eine tiefe Steuerbelastung ohne Umverteilung. Wir brauchen weniger Gesetze und Regulierung. Liberalisierung statt Überregulierung und Bürokratie ist demzufolge angesagt. Sorgen wir für eine gute und zeitgemäße Bildung. Der duale Bildungsweg ist die wichtigste Investition in unsere junge Generation. Fördern wir Forschung und Entwicklung primär in der Schweiz und machen wir die Schweiz zu einem globalen Innovationshub. Stellen wir die sinnlosen Zahlungen an drittklassige EU-Universitäten und Programme sofort ein. Pflegen wir die Familie, denn sie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Die Rolle der Eltern für Erziehung und Vermittlung von Werten und Tradition ist zentral.
Der Staat hat hier nichts zu suchen. Treiben wir unbedingt die Ausweitung unserer internationalen Kooperationen voran, jedoch ohne Aufgabe unserer Souveränität. Dank einer glaubwürdigen Neutralität leben wir weltoffen und betreiben mit allen Handel. Wir arbeiten für den Frieden und die humanitäre Hilfe, ganz im Sinne von Henri Dunant. Wer zu uns kommt und mithilft, unser Land vorwärts zu bringen, ist immer herzlich willkommen. Wer als Profiteur, Krimineller und Schweizverweigerer eindringt, hat bei uns nichts verloren. Wenn wir diese Punkte ganz im Geiste unserer Gründerväter und Vorfahren beherzigen und unsere Alleinstellungsmerkmale mutig pflegen und verteidigen, steht dem weiteren Erfolg der Schweiz auch in Zukunft nichts im Wege. Pflegen wir diese Swissness unbedingt diszipliniert weiter und hören wir nicht auf die Neider und Miesepeter im In- und Ausland. Die Freiheit ist ein kostbares Gut. Wehren wir uns gegen jede Form der Einschränkung der Freiheit, sei es durch Überstrapazierung der Minderheitsrechte, durch sprachliche und digitale Bevormundung, durch Überregulierung oder durch überbordende, unnötige staatliche Eingriffe. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches 1. Augustfest.